Das ist ekelhaft. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das nicht lange dauert, bis jemand Neues im Ehebett liegt. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von der Ostsee. Ich habe tatsächlich schon das ganze Wochenende hier verbracht, habe mir so eine kleine Auszeit genommen. Hole hier jetzt gerade ein kleines Stöckchen für Sam. Ich habe seinen Leuchtturm nämlich im Auto gelassen. Und jetzt geht's eine kleine Runde schwimmen, weil der kleine Dreckspatz sich gerade richtig schön am Strand gewälzt hat und ich gleich auf dem Weg nach Hause bin. Und dann ist nämlich die ganze Wohnung wieder voller Sand. Von daher, ne? Are you ready? Ich hatte von Mama gelernt, das Schwimmen. Ja, Badewanne oder was? Richtig stolz, richtig stolz. Oh. Guck mal, wie glücklich er ist. Aus. Wieder back in Hamburg und wir haben jetzt einen Abstecher in die alte Wohnung gemacht, denn das gute Stück kommt jetzt zu meiner Mama, beziehungsweise wir müssen das jetzt erstmal versuchen, ins Auto zu bekommen. Das wird auch nochmal spannend und das Auto ist überhaupt nicht vollgekackt. Es macht Spaß, in der Speicherstadt zu wohnen mit den ganzen Möwen und so, haben sie gesagt. Ja, mal gucken, ob es passt. Erstmal über den Stab gestolpert. Wow. Jetzt gerade noch im Anschluss zu meinem Papa gefahren, nach Briefen geschaut, Blumen gegossen und jetzt geht's wieder nach Hause. Es ist jetzt auch schon fast 10. Lecker. Und Essen wir machen. Haben. Oh, stimmt. Ich muss euch den jungen Mann hier gleich noch vorstellen, beziehungsweise morgen. Ja, aber wir haben eigentlich Fisch gekauft, tiefgefroren. Schüsse. Ja, habe ich. Und mal gucken, ob wir den wirklich erst morgen essen können. Oder ob wir das vorziehen müssen und den heute machen müssen. Weil heute wollten wir eigentlich Wraps machen. Hier der junge Herr. Warum sage ich eigentlich der junge Herr? Also irgendwie auch nicht mehr. Ja. Also, Empfehlung des Hauses. Tefal XL Grill hat alle Möglichkeiten und Funktionen, um den geilsten Shit zu machen. Kauft euch den. Ja, der ist es hier auch mit eingezogen. Haben wir gerade geholt. Und jetzt machen wir Wraps! Ich zeig euch mal, wie wir die belegen. Aber ich bin echt mal gespannt. Er meinte, er macht alles auf dem Grill. Sogar Waffeln und so kann man darauf machen. Ich selber habe nur einen Backofen. Ich habe nicht mal einen Toaster im Haus. So sieht das Ganze aus. Und der Flip. Ich habe meine Paprika ausgespuckt. Was ist das Gebiss rausgefallen? Der Flip zeigt uns jetzt, wie man das Ganze macht. Aha. Ah, nee, scheiße. So rum. Soll ich halten irgendwie? Oder? Ja, ist ja gut, wenn du den zweiten Mal machen würdest. Dann behalte ich mein Gebiss. Ah ja. Und mach das so. So. Und so. Ja. Und so. Ja. Und. Warte. Wir kriegen das hin. Langsam wird's heiß. Und so. Und. So. Jetzt bin ich richtig stolz auf mich. Auflegen. So, jetzt müssen wir das. Ist die Kamera? Oh, Finger weg! Oh, wow. Und so sieht das Ganze aus. Und dazu gibt es jetzt Kartoffelcreme. Und es ist unser Abendbrot sehr spät. 22 Uhr. Oh mein Gott. 22.50 Uhr. Ja. Prime deswegen, time. Wir essen schnell und dann geht's. In die Haya. Next round. Die Waffeln aus der großen Krabbe. Und es ist 23.05 Uhr. Wir haben nicht so lange für unseren Wrap gebraucht. Und was machst du eigentlich hier? Dann kommen wir jetzt. Oh. Upsi. Hier muss ich immer ein bisschen aufpassen. Normalerweise ist jetzt eigentlich gar nicht so viel los, aber ich bin jetzt gerade zu so einer Mittagspausenzeit draußen und dann ist immer ein bisschen mehr los auf den Straßen. Aber auf jeden Fall, um zur Frage aller Fragen zu kommen.
wer denn der Phil ist, der über meiner Story zu sehen oder auch in meinen Vlogs zuletzt mit zu sehen ist. Ich habe ihn tatsächlich kennengelernt Ende April, Anfang Mai. Ich versuche jetzt direkt auch mal so ein paar Instagram-Nachrichten und Kommentare zu beantworten. Denn wir haben es jetzt letzte Woche auf Instagram öffentlich gemacht. Und natürlich kam auch ein bisschen Gegenwind, womit ich natürlich auch selbstverständlich gerechnet habe. Denn egal, was man veröffentlicht, man muss ja immer mit ein bisschen Gegenwind rechnen. Aber die meisten haben sich für mich gefreut. Also wir haben uns Ende April, Anfang Mai kennengelernt auf einem Event, also auf einem Social Media Event. Und das ist circa knapp über 2 Monate nach der Trennung mit Stefan gewesen. Und ich habe selber auch nicht erwartet, dass ich überhaupt bereit bin, jemanden kennenzulernen oder so, wisst ihr. Ich bin jetzt auch kein Typ gewesen, der sich hätte Tinder runtergeladen oder irgendetwas. Ich wollte echt erstmal so gucken, wohin überhaupt die Reise für mich geht. Nach so langer Zeit auch Beziehungen, ob ich Single bleiben möchte. Überhaupt, ne? Also ich war halt, seitdem ich 17 bin, in einer Beziehung. Und für mich ist das komplettes Neuland gewesen. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, was ich will und so weiter. Was für mich von Anfang an ja feststand, ich bin sehr realistisch, wie ihr vielleicht auch gemerkt habt. Ich habe ja von Anfang an schnell eine Wohnung gesucht. Ich habe mich da auch nicht reingesteigert, weil ich genau wusste, es ist einfach, ne, ich muss versuchen, mit der Situation abzuschließen. Und das habe ich ja wirklich auch sehr schnell geschafft. Was natürlich auch für Gegenwind für einige gesorgt hat. Und es kam auch, da muss ich auch echt mal sagen, es kamen halt auch so doofe Kommentare von wegen, ja, sie kannte Phil schon vorher und das ist der Grund, warum Stefan sich getrennt hat. Und halt wirklich so super sinnloses Zeug. Also, hey, ich habe euch nie belogen. Ich habe hier alles veröffentlicht, was so, also ne, was ging. Und ich habe euch immer mitgenommen und ich kann es halt nicht verstehen, wie einige sich immer solche Sachen irgendwo hersaugen können. So komplett erfundene Sachen, wo ich mir denke, das ergibt doch auch alles gar keinen Sinn. Das kam, also ich muss, ne, die Trennung kam für mich von heute auf morgen, hatte ich euch ja erzählt. Stefan und ich sind weiterhin im guten Kontakt. Ich habe ihn auch von Phil erzählt und er hat es nicht über Social Media erfahren oder was auch immer. Das ist mir halt auch sehr wichtig gewesen. Es ist alles weiterhin positiv, ein positiver Verlauf, was mich halt auch sehr freut. Phil ist selber erst Anfang des Jahres nach Hamburg gezogen. Wir konnten uns vorher gar nicht kennen. Der hat in einer ganz anderen Stadt gewohnt. Ich kannte ihn halt wirklich nicht. Ich habe ihn jetzt erst auf dem Event kennengelernt. Und es war halt echt so, also wir haben uns da getroffen. Und wie gesagt, ich bin nicht auf der Suche gewesen, er genauso wenig. Also ich bin ja auch erst so vor über einem Monat in die Wohnung gezogen, als wir uns kennengelernt hatten. Und habe mich erstmal eingerichtet. Ich hatte halt ganz andere Sorgen die ganze Zeit. Und das war aber auch echt so ein Punkt im Leben, wo ich auf dem Event war, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich mich eingerichtet, ich fühle mich gerade richtig wohl und also ich habe mich richtig gut gefühlt zu dem Zeitpunkt. Und ich hole gerade halt auch so weit aus, damit ihr das alles vielleicht besser nachvollziehen könnt oder ich glaube, viele interessiert es auch einfach und halt einfach auch um diese blöden Gerüchte irgendwie ein bisschen aus der Welt zu schaffen, weil es mir super wichtig ist. Ich bin immer transparent hier und update euch immer, sobald es etwas gibt. Und deswegen haben wir uns jetzt auch deshalb entschieden, das so schnell öffentlich zu machen, weil ich einfach einen Teil meines privaten Lebens veröffentliche und es super schwierig ist, einfach ich selber zu sein, wenn ich so einen Großteil in meinem Leben verheimliche. Das ist einfach nicht möglich gewesen, auch in den Vlogs habe ich ja gemerkt. Es geht einfach nicht, wenn er jeden Tag bei mir ist und okay, ich fange einfach mal von vorne an. Wir haben uns auf dem Event kennengelernt und da haben wir halt die ganze Zeit miteinander geredet. Also wir haben uns über unser komplettes Leben ausgetauscht, was passiert ist. Wir waren von Anfang an offen und ehrlich und wir saßen da einfach und haben so gemerkt, ey, krass, wir verstehen uns so extrem gut. Ey, wir haben einfach wirklich bis spät in den Abend geredet. Wir haben so alle anderen Menschen gefühlt ausgeblendet, weil wir uns so gut verstanden hatten, so krass gleiche Ansichten hatten vom Leben, von unseren Zielen. Wir haben so eine krass ähnliche Vergangenheit einfach. Ich will jetzt nicht sagen gleiche, aber wir können einfach so den anderen so komplett verstehen, weil wir irgendwie so gefühlt richtig ähnliche Sachen erlebt haben. Und das hat einfach, ja, das hat man so selten auch mal im Leben. Also das ist so, dass man auch jemanden trifft und so denkt, man kennt diese Person einfach schon Ewigkeiten und nicht halt erst für ein paar Stunden. Das war halt so,
So ein richtig krasses, vertrautes Gefühl. Und daraufhin haben wir uns dann 3 Tage später wieder verabredet, waren spazieren, waren einkaufen, haben zusammen gekocht und haben einfach wirklich richtig viel wieder uns ausgetauscht und geredet. Und es waren halt einfach wirklich richtig tolle Treffen, muss man mal dazu sagen. Und irgendwann haben wir halt so gegenseitig gemerkt, wir vermissen uns halt so voll, weil es so gut passt und ja, wir uns einfach so gut verstehen. Und dann war es irgendwie so, wir waren beide geschäftlich in Istanbul, muss man dazu dann auch sagen, so nach circa 2 Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und das war so ein Zeitpunkt, wo wir uns dann jeden Tag gesehen haben, wirklich jeden Tag. Und der einzige Zeitpunkt, wo wir jetzt mal voneinander getrennt waren, war, wo ich in London war mit meiner Freundin. Ansonsten ist er jeden Tag bei mir oder ich auch bei ihm. Und es passt einfach so krass. Und wir haben uns auch gesagt, als das alles so anfing, wir wollen uns erstmal Zeit lassen, auch mit Social Media und generell Zeit lassen. Das hat nicht so wirklich geklappt, weil wir uns einfach so krass gut verstehen und dass wir uns beide so krass matcht einfach. Also wir haben beide so ein gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte, dass wir halt jetzt auch gesagt haben, ursprünglich dachten wir, wir gucken einfach, wohin das Ganze geht, ne? Und dann im August oder so schauen wir, ob wir das Ganze auf Social Media mal ansprechen. Ja, wir haben jetzt knapp 1,5 Monate oder so ausgehalten. Wir haben uns auf jeden Fall einfach gedacht, wenn sich etwas so richtig anfühlt, warum sollte man das Ganze für sich behalten? Warum sollte man gezwungenermaßen versuchen, das Ganze langsam anzugehen? Alleine halt auch, weil ich aus so einer langen Beziehung komme. Und ich meine, wenn es sich richtig anfühlt, dann wäre das Dümmste, was man machen könnte, ja, nicht auf sein Bauchgefühl und auf sein Herz zu hören, sondern auf das, was quasi andere sagen. Und auch die Kommentare, ich habe zum Teil echt so gemeine Kommentare bekommen. Also natürlich, ne, einige haben auch geschrieben, das geht viel zu schnell. Ich selber finde auch, es geht schnell, natürlich, wenn man bedenkt, dass die Trennung hier im Ende Februar stattgefunden hat. Also Ende Februar haben Stefan und ich uns ja voneinander getrennt. Natürlich ist das schnell nach einer langen Beziehung, aber andererseits ist es auch nicht schnell, weil ich meine, worauf soll ich warten? Und wenn es sich richtig anfühlt, ne? Also ich meine, wir haben jetzt Juni und irgendwann ist es klar, dass der Zeitpunkt kommt und ich irgendwann jemand anderen kennenlerne. Das hat Stefan genauso gesagt, wo ich ihm das erzählt habe. Dann aber halt auch solche Nachrichten zu bekommen, so von wegen, das ist ekelhaft. Ich habe von Anfang an gesagt, dass nicht lange dauert, bis jemand Neues im Ehebett liegt. Und ich dachte mir, ey Leute, ne? Also überlegt echt immer, was ihr schreibt. Und ich verstehe es manchmal nicht, warum einige sich so krass in das Leben anderer einmischen. Obwohl, ne? Also ich habe euch ja damals auch gesagt, ich habe immer noch keine richtigen Gründe für die Trennung, die Stefan gemacht hat. Und das ist einfach so. Ich habe mich damit abgefunden. Ich habe schnell realisiert, wie schlimm wäre es, wenn ich jetzt immer noch hinterher trauen und hinterherlaufen würde. Und es hätte nichts gebracht. Es wäre verschwendete Zeit gewesen, psychisch und für mein Leben so, ne? Also deswegen, es ist das Beste, so was mir passieren konnte. Und die Hauptsache ist einfach, dass ich glücklich bin und das bin ich halt. Also das ist so, wir sagen halt auch immer, es ist so, wie als hätten wir uns in einem vorherigen Leben schon gekannt. Weil auch jetzt, wir kennen uns so eine kurze Zeit, es fühlt sich an, als würden wir uns 2 Jahre kennen. Es ist einfach so vertraut und wir haben einfach so krass gleiche Hobbys, gleiche Ansichten und, ne, habe ich euch ja schon erzählt. Von daher, ja, ich habe immer gedacht so, ich glaube total an Schicksal und vielleicht war das letztendlich das Schicksal, wisst ihr? Also es kam ja alles sehr plötzlich dieses Jahr, es ist wirklich sehr viel Scheiße passiert, wie ihr wisst, wirklich sehr viel Scheiße, ja, nicht nur die Trennung, auch familiäre Sachen, Todesfälle und so, also dieses Jahr, das erste Quartal hat mir richtig einen reingehauen, würde ich sagen, und irgendwie, ja, wird das jetzt endlich alles besser und entwickelt sich etwas zu etwas Positivem, worüber ich mich sehr freue. Und ich glaube, man sieht es mir auch zuletzt an, wie krass glücklich ich bin. Also das ist halt wirklich so, ich fühle mich richtig, richtig glücklich und erfüllt. Wir sind jetzt gerade noch zu Ikea gefahren, waren eben bei Höfner. Aber Höfner hat leider innerhalb von 15 Minuten geschlossen. War ein bisschen spät dran und jetzt gucken wir mal bei Ikea, denn ich habe mir doch mein Schminktisch bestellt vor 2 Monaten wirklich und der ist halt immer noch unterwegs und das Ding ist, am Anfang war das so, ich habe die Adresse eingegeben, die haben aber trotzdem die Adresse von PayPal genommen, die hinterlegt war und PayPal hatte noch meine alte Adresse und
dann habe ich da hingeschrieben, meinte, die sollen bitte die Adresse ändern. Das ist halt eine ausländische Firma. Da meinten die, machen die. Haben die aber nicht gemacht, denn ich habe jetzt die Versandbestätigung bekommen, dass es irgendwo auf dem See gerade herumschifft, mein Schwingtisch. Und daraufhin habe ich nochmal geschrieben und die meinten, jetzt ist das zu spät. Der wird an die falsche Adresse geliefert. Ich denke mir so, danke, ich habe 2 Monate darauf gewartet. Und ich brauche halt echt diesen Schminktisch alleine halt, um meine YouTube-Videos zu sortieren. Ne? Also meine YouTube-Videos zu sortieren, sondern meine Schminke für die YouTube-Videos zu sortieren. Das sieht ja cute aus hier. Ja, und deswegen suche ich jetzt echt. Ich war ja schon mal bei IKEA vor 2 Monaten, aber ich nehme jetzt einen IKEA-Schminktisch mit, einfach um das erledigt zu haben. Guck mal, da strahlt uns übrigens unser Teppich an im Wohnzimmer da vorne. Das ist der genau geradeaus. Der mich damals auch schon angestrahlt hat. Ich sehe nicht. Siehst du nicht? Genau da. Guck, oh, da, der weiß noch. Ja. Der Gute. Der Gute. Der schon voll geschmierte. Ja, das stimmt gar nicht, der sieht noch ganz gut aus. Jetzt haben schon seinen Arsch drauf rumgerubbelt. Aber richtig. Nein! 3-Sekunden-Regel. Richtig krass, ist mir nie vorher aufgefallen. Es gibt hier Boxen mit Sonos, also als Lampen getan quasi. Richtig krass. Die ist jetzt noch nicht so schön, aber es gibt hier echt richtig coole. Muss man mal dazu sagen. Und die kannst du koppeln. Und die kannst du koppeln. Koppeln? Koppeln. Koppeln. Und es gibt hier sogar, das wusste ich auch noch gar nicht, Luftreiniger, die hier auch so ein bisschen getarnt sind, damit die nicht so hässlich aussehen. Auch mega cool. Vor allem kommt hier richtig kalte Luft raus. Ist hier eigentlich so stark wiehend. Auch stark wiehend ist das. Na gut, gehen wir mal weiter zu meinem Schminktisch. Wenn man da sitzt, viel Arbeit, stellst du es unter die Füße. Das ist richtig Porno. Okay. Nicey. Wir haben jetzt hier den Schminktisch gekauft. Das ist auch der ganz normale Malm tatsächlich. Da ist er. Und hier noch so Einlegefächer. Da ist der gute Flip drauf gekommen. Der sogenannte Zermalm. Der Schminktisch steht jetzt hier ready, aber wir sind einfach nicht dazu gekommen. Also wir haben beide heute auch den ganzen Tag gearbeitet, deswegen werden wir uns am Wochenende damit befassen. Und dann zeige ich euch das alles im nächsten Vlog. Dann werde ich da auch, das soll ja eigentlich dahin kommen, wo die Gardine ist. Da ist so eine kleine Nische mit dem Fenster. Und aktuell ist da halt die Gardine vor, weil da direkt ein anderes Gebäude vor dem Fenster gebaut ist und deswegen werde ich da sondern ganz sicher so Folie hinkleben zum Sichtschutz, damit die Gardine halt nicht mehr zu muss und diese kleine Nische dann offen stehen, also keine Platzverschwendung mehr ist, damit der Schminktisch da auch stehen kann. Das werde ich jetzt alles dann am Wochenende machen, das heißt, das werdet ihr im nächsten Vlog sehen, denn jetzt ist es schon Freitag, 17 Uhr, ich bin gerade dabei, 17.30 Uhr sogar schon, ich bin gerade dabei, nämlich das Video zu schneiden, damit das gleich online gehen kann. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren und bin sehr gespannt darauf und habe ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen Schiss davor. Ich hoffe einfach, dass das ganz viele von euch nachvollziehen können und verstehen können, denn wie gesagt, ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch und man kann es gefühlt nie jedem recht machen. Von daher, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns Sonntag zu einem neuen Fashion Try-On-Haul tatsächlich wieder. Bis dann, ciao!